Hallihallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Unboxing. Vielleicht habt ihr es auch schon gemerkt, wir sind große Fans von vielem, Jojo unter anderem. Aber was so im Endeffekt eines der ersten richtigen Fandoms war, in dem wir beide durchgestiegen sind, seit wir klein waren, war Yu-Gi-Oh! Und wie es in Yu-Gi natürlich normal ist, es gibt Leute, die mögen Douches wie Kaiba oder zum Beispiel du. Und es gibt Leute, die mögen Best Boy wie Bakura. Ich. Nee, Scherz beiseite. Bakura war schon immer einer meiner Lieblingscharaktere. Gerade in den Mangas fand ich ihn noch interessanter. Bloß, ich hatte zwischendurch, als die ursprüngliche Auflage von Kotobukiya kam für die Figuren. Artifex J ist übrigens auch hier nochmal dann von Kotobukiya die Reihe. Genau. Hatte ich den Sprung ein bisschen verpasst, weil ich in der Zeit versucht hatte, warum auch immer, mich ein wenig davon zu distanzieren. Als ich dann ein paar Monate später wieder hineinkam in die Reihe, habe ich mich geärgert, dass ich ihn nirgendwo mehr für einen gescheiten Preis gefunden habe. Glücklicherweise gab es dann jetzt Anfang, Ende des Jahres die Ankündigung, dass es Reprints davon geben wird. Und er ist dann direkt auf meine Liste gewandert, dass ich ihn reservieren möchte. Die Tage ist er angekommen und ich bin jetzt schon mal ziemlich happy, weil, ja, es war sehr einsam ohne Bakura, weil Bakura, als eigentlicher Main-Villain in der kompletten Serie. Oh, zählt das als Spoiler, weil der Manga schon seit ewig und 3 Tagen abgeschlossen ist. Ja, und die Serie auch. Zur Serie selbst, was damals entsprechend 4Kids und Pokito der Serie angetan haben, das haben wir mal ausgeklammert. Ja. Vor allem verglichen mit Manga war die Serie schon ein bisschen zensiert. Der Manga war sehr brutal. Also der Manga war wirklich heftig. So, da unten haben wir auch wieder mal eine Anleitung. Und so, Anleitung gesagt, wir können ihm, wenn wir einen Fokus haben, so, wir können ihm den Arm abhacken, um ihm eine Dual Disc anzuziehen, was wir auch machen werden. Und ja, wir können ihn in seine Hände, das sollten in seine Hände entsprechend ein Blatt und eine Karte von dem Kartenspiel von Duel Monsters, wie es ja in der Serie heißt, in die Hand geben. Weil es wäre irgendwie merkwürdig, wenn das Kartenspiel so heißen würde wie die Serie. Hm? Mhm. Ihr seht, an der Seite war ordentlich Klebestreifen und deswegen vorsichtig erstmal mit allem ab. Und der eine ist natürlich nicht durch. So, ganz vorsichtig befreien wir ihn mal, weil okay, was ich jetzt schon mal schön finde. Wer die Serie kennt, weiß, dass das ja auch das Outfit von Battle City ist, das Bakura hier gerade trägt. So. Und also ich denke, so weit kann ich auf jeden Fall gehen, weil Battle City ist eigentlich einer der bekanntesten Arcs, würde ich mal behaupten. Damit er und Marik zusammenarbeiten und die anderen täuschen können, verletzt er sich ja selbst in dem Moment und sie lassen es als einen Überfall oder einen Unfall inszenieren. Und man sieht hier wunderschön, was als zum Teil bei Pokito und 4Kids zensiert wurde. Der blutige Verband. Das ist, das war eher in den japanischen zu sehen. Was ich sehr schön finde, ist, dass der Millennium Ring wirklich auch dynamisch ist. Also da kann man nicht viel dran bewegen. Deswegen, ich gehe da ganz vorsichtig dran. Ja, die Haare. Ja. Hier gerade nochmal der Vergleich. Auch wenn man die Dual Disc nimmt, wird er plötzlich nicht wie durch ein Wunder geheilt. Life Points 4000, wie in der Serie, allerdings nicht im eigentlichen Kartenspiel. Und auch die Hand ist eigentlich Pi mal Daumen die gleiche. So. Wenn man das Ganze dann mal so vergleichen will. Und das geht entsprechend leicht und hält auch wieder. Jupp. Yep. Man muss vorsichtig sein bei der Dual Disc selbst, weil die ein wenig
Spielraum hat, damit halt nichts kaputt geht. Weil hier unten ist wirklich nur eine kleine Stelle, an der es miteinander verbunden ist. So, dann geben wir ihm mal noch sein Blatt in die Hand. Schön ist wenigstens, dass die Sachen immer von einem nicht allzu klebrigen Film hier geschützt werden. So, Karten sind relativ im Stil des Mangas gehalten. Also ziemlich simplified, ein Bild angedeutet mit ein bisschen Text. Und hier die Rückseite. Hier auch nochmal das normale Blatt. Na. So, und was du jetzt gerade machst, ist die Karte ihm in die Hand. Einfach sanft reingesteckt und schon hält sie auch. Genauso wie hier. And now he's ready to do. Yep. Dann schauen wir ihn uns mal genauer an. Wirklich vergleichen zum ursprünglichen können wir ihn halt leider ja nicht, dadurch, dass er ja jetzt ein Reprint ist, weil meistens ist es ja bei Reprints so, dass die Farbe, der Paintjob generell nochmal ein bisschen angepasst wurde, vielleicht auch die Schattierung zum Teil. Da können wir halt jetzt wirklich nicht so viel dazu sagen. Wie gesagt, ich finde es allein schon schön, dass sie wirklich den Verband am Arm gelassen haben und dass der Verband auch leicht blutig ist. Und dass der Millennium Ring, was aber ja auch damals bei der ursprünglichen Figur der Fall war, dass der ein wenig sich mitbewegt in der Bewegung, während Bakura gerade gezogen hat. Paintjob generell kann man auch bei der Figur jetzt im Allgemeinen nichts sagen. Er ist ziemlich normal. Sogar hier unten ist mal eine saubere Linie bei den Schnürsenkeln. Mhm. Und dass er weird guckt, gehört halt zu Bakura, also zu Yami Bakura. Wie es auch bei den meisten Artifacts J-Figuren ist, ist auch entsprechend die Base, auf der er steht, nicht einfach nur irgendwas Monochromes, sondern hier sieht es wirklich aus, als wenn es einfach ein bisschen kaputte Straße wäre. Oder ein kaputtes Turnierfeld. Auf jeden Fall ist es kein Zeppelin. Nein, nein. Ja, und ihr wisst ja, wir haben ja schon eine andere Figur von Art of XJ aus der Reihe Yu-Gi-Oh! Und das wäre Seto Kaiba. Was man natürlich jetzt schon direkt sieht, ist der Größenunterschied. Auch wenn Bakura sich ein bisschen geduckt hält, wie er zieht gerade. Übrigens sehe ich gerade, dass wir die Karte bei Bakura falsch rum gerade in der Hand haben, während er zieht. Ist Bakura trotzdem ein Stück kleiner als Kaiba, was auch in der Serie tatsächlich so ist oder im Manga. Also der Größenunterschied ist authentisch. Dadurch, dass die Figuren ja auch Scale-Figuren sind, war das auch entsprechend zu erwarten. Ich glaube gerade aus dem Kopf raus, das Gelbe müsste 1:7 sein, oder? Genau, 1:7. Ja, was bei Kaiba ja schon schön ist, was wir damals gesagt haben, ist, dass der Mantel schön glänzt. Bei Bakura, seinem Hemd, weniger. Natürlich wäre merkwürdig, wenn das Hemd jetzt anfangen würde zu glänzen. Außer es wäre aus Lack und Leder. Ist es nicht. Was ich noch schön gefunden hätte, wenn Bakura den schwarzen Mantel getragen hätte. Aber dann wären wir in einem anderen Arc. Ich weiß. Ja, also beide für Artifacts-J-Varianten relatives Standard. Schön gemacht. Aber klar, bei einem Preis, der im Dreistelligen anfängt, wäre es schade, wenn es nicht so wäre. Ja. Und wie gesagt, man muss halt recht vorsichtig sein, gerade bei Bakura, was seinen Millennium Ring angeht, dass der nicht abbricht, genauso wie bei der Dual Disc. Bei Kaiba ist tatsächlich die Dual Disc stabiler als bei Bakura. Natürlich, er hat sie auch gebaut. Ha. So, ansonsten gibt's, glaube ich, nicht viel dazu zu sagen, außer... Wer war euer Liebling? Mein Herr, ich, mein Husbando Herz ist jetzt glücklich. Denn unsere sind ja hier ziemlich eindeutig. Ja, 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 so ziemlich. Wer war euer Liebling? Was war eure Lieblingskarte? Was war eure Lieblingsgötterkarte? Habt ihr das Spiel gespielt? Seid ihr vom Meta relativ schnell ausgecreept worden und habt gesagt, ich kann mir nicht jedes neue Release erstmal 2 Displays leisten? Ich sammle lieber. Lasst uns gerne wissen, verbindet ihr was Positives damit oder denkt ihr mittlerweile, das war eigentlich ein Guilty Pleasure? Hm,
Habt bis dahin noch einen wunderbaren Tag. Ciao.